Das ist Frank mit seiner Familie. Sie alle wohnen in einem süßen Häuschen, in einem schmucken Stadtteil. Doch in letzter Zeit hat Frank immer seltener erholsame Ruhe im Haus. Während der Sohn vom Nachbarn immer öfter mit seiner Schülerband in der Garage probt, wurde die alte Bahnstrecke hinter seinem Haus zur ICE-Strecke und ständig rauschen laute Züge vorbei. Frank arbeitet jetzt viel von zu Hause, Tochter Lisa braucht ihren Mittagsschlaf, doch daran ist nicht mehr zu denken. Denn die alten Fenster halten den Lärm von draußen nicht fern, egal in welchem Zimmer sich Frank befindet. Lärm macht auf Dauer krank, gerade wenn auch nachts keine Ruhe mehr herrscht. Frank überlegt, wie er Abhilfe schaffen kann und erkennt, dass lärmgeschützte Fenster sein Problem lösen. Beim qualifizierten Fensterfachbetrieb lässt sich Frank beraten. Dort erfährt er, wie Lärmschutzfenster für Stille im Haus sorgen. Vor allem die Konstruktion der Fenstergläser macht den Unterschied. Der asymmetrische Scheibenaufbau und der höhere Glasanteil bringen Ruhe. Wenn dann noch Verbundglas mit dazwischen verklebten Schallschutzfolien verwendet wird, ist der Lärmschutz hervorragend. Doch es gibt noch weitere Dinge, die es zu beachten gilt. So sollte die Fuge zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen mehrere Dichtungsebenen besitzen. Und beim Einbau sollte die Fuge zwischen Wand und Fenster so ausgeführt werden, dass keine Schallbrücke entsteht. Wird der Einbau vom qualifizierten Fensterfachbetrieb ausgeführt, können diese Fehlerquellen vermieden werden. Und noch ein Profi-Tipp: Gerade bei alten Gebäuden ist der Rollladenkasten ein Ruhekiller. Denn was nützt das beste Lärmschutzfenster, wenn der alte Rollladenkasten die Geräusche direkt in die Räume lässt? Auch hier kann Frank leicht Abhilfe schaffen. Entweder mit neuem Rollladenkasten oder einer Schalldämmeinlage im alten System. Nun hat Frank endlich wieder Ruhe in seinen vier Wänden. Egal, wer draußen Lärm macht. Und die Klavierübungen seiner Tochter werden irgendwann schon Früchte tragen. Fenster, Haustüren und transparente Fassaden. Nur vom Fachbetrieb. Wer ganz sicher gehen will, nimmt Produkte und Montagen von Betrieben mit dem RAL-Gütezeichen.